Das hier ist, ich sage jetzt mal so, der Chateauwein, der Hauswein, der Domaine Wollmangros, überwiegend Cabernet Franc und Merlot. Dementsprechend weich und saftig ist es. Hier aus dem Jahrgang 2012 und ich habe es mal in der Magnum mitgebracht. Magnum nicht nur schön, weil A mehr drin ist. Böse Sommeliers behaupten ja auch oft ganz gerne, eine Flasche, die für 4 reicht, reicht auch für 2. Nee, die Weine entwickeln sich einfach ein bisschen schöner über die Jahre, die halten länger und bieten schon mehr Trinkspaß. Und jetzt so einen verhältnismäßig einfachen Bordeaux aus einem guten Jahrgang in der Magnum-Flasche so als Opener zu haben, das fand ich ganz nettes, ganz nette Idee.